Entschuldigung, auf ein Wort. Was willst du? Was treibst du hier? Du siehst nicht wie einer von ihnen aus. Ja, da hast du recht. Ich bin von hier. Und ein Räuber bin ich auch nicht. Wenn sie hier sind, kümmere ich mich um die Vorräte. Und was machst du, wenn sie nicht hier sind? Was halt so anfällt. Aber ich muss sagen, das Räuberlager wirft für mich ganz schön was ab. Und ich riskiere dabei nicht mal meinen Kopf. Kannst du mir etwas über das Lager erzählen? Den Ort an sich? Den kenne ich schon eine Ewigkeit. Hab ja schon als kleiner Knirps mit meinen Freunden gespielt. Als ich später mal für eine Weile untertauchen musste, stieß ich hier auf diese Edelleute. Und stellte fest, dass sie gut zahlen, wenn man ihnen Wein und Essen bringt. Warum musstest du untertauchen? Ach, war nichts Schlimmes. Ich hatte es auf ein Mädel abgesehen, aber ihr Alter und ihre Brüder konnten mich nicht leiden. Zumal sie einem reichen Händler versprochen war. Als sie unter der Haube war, war das Thema erledigt. Ich gehe dann mal. So, wir müssen natürlich noch den Mörder finden, ne? Kann ich dich etwas fragen? Frag nur. Erzähl mir etwas über dich. Wozu soll das gut sein? Willst du den Leuten erzählen, was für ein guter Würfelspieler ich bin? Ich bin nur neugierig. Wie sagt man so schön? Neugier ist der Katze tot. Aber was soll's? Man nennt mich Bertha und ich bin die rechte Hand von Herrn Erhard. Bertha? Ah, du hast schon von mir gehört. Die Geißel von Vlaschin. Niemand, der meine Axt zu spüren bekam, konnte davon künden. Warum versteckt ihr euch hier? So würde ich es nicht nennen. Wir ruhen uns hier nur ein wenig aus. Wovon? Naja, es wurde ein bisschen zu brenzlig. Hier lässt man uns in Ruhe, solange wir uns nicht in Sasor blicken lassen. Verlasst ihr nie das Lager? Was willst du damit andeuten? Dass wir hier alles vollscheißen? Du hast es erfasst. Ich muss dir wohl eine Lektion erteilen, was? Schön, versuch's nur. Und wieder Kloppe. Du weißt, wie das... Hast Glück, dass ich gut gelaunt bin. Hau ab und komm mir nie mehr unter die Augen. Oh. Vielen Dank. Danke. ...1,6 Groschen. Na, der war ja schwerreich. Sein Schwert nehmen wir mit. Und den Rest lassen wir hier verrotten. Leben ist kein leichtes. Scheiße. Kann ich dich etwas fragen? Sicher doch. Ist eh so langweilig hier. Du bist Maladota, richtig? Richtig. Warum fragst du? Einfach so. Einen recht interessanten Rückzugsort habt ihr da. So kann man es auch nennen. Bin erst seit kurzem hier. Hab sie vor großer Scheiße bewahrt und seitdem gehöre ich zu ihnen. Wirklich? Was genau ist passiert? Also, neulich lauerte ich einem Fuhrmann auf.
Zuvor hatte er sich das Maul über mich zerrissen, also dachte ich mir, ich raube ihn aus Rache aus. Da hocke ich also hinterm Busch und als ich den Karren höre, springe ich auf den Weg, um ihn zu überfallen. Doch es war nicht der Fuhrmann, sondern ein Händler. Er sieht mich mit meiner Waffe, fängt an zu schreien und ruft damit seine bewaffnete Eskorte auf den Plan. Woraufhin ich derjenige bin, der plötzlich in der Klemme steckt. Was für ein Pech aber auch. Ja, du Armer. Ja, auf jeden Fall nahmen sie mich gefangen. Sie hielten mich für einen von Herrn Erhards Spähern und wollten, dass ich sie zu ihm führe. Natürlich sagte ich ihnen, dass ich überhaupt nicht weiß, wovon sie reden. Als sie damit drohten, mich zu rädern, aufzuhängen und was weiß ich was noch alles, tauchte plötzlich der Baron mit seinen heiteren Gesellen auf und jagte die Eskorte des Händlers über alle Berge. Seitdem gehe ich mit ihnen durch dick und dünn. Wahrlich eine unterhaltsame Anekdote. Nicht wahr? Wäre ich nicht gewesen, wäre der Baron an meiner Stadt in die Eskorte gerannt. Und jetzt Geschichte. Sie haben mir ihr Leben zu verdanken. Wie ist es hier so? Kommt ihr auch ein bisschen rum? Wir dürfen nicht einfach raus. Deswegen bin ich immer hier. Macht aber nichts. Man kann hier gut die Zeit totschlagen. Und das Weib ist ja auch da. Du bist Maladota, richtig? Richtig. Warum fragst du? Einfach so. Ein Recht in... So kann man es auch... Irgendwann musst du mir mal davon erzählen. Wenn du magst. Das hatten wir ja schon, sorry. Bis später. Ja, hätte ich natürlich auch von alleine drauf kommen können, dass er der Mörder ist, wenn er die Würfel hatte, ne? Er hat noch was? Oh. Wasch dich doch selbst! Der Bruder meines Großvaters ist beim Baden im Teich ersoffen. Gut. So, dann wollen wir mal zum netten Herrn Anselm von Domki zurückkehren. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen nicht gebutschert. Fresh Meat. Ja. Ist ja sehr gebirgig hier im Gebirge. Jäger. Was haben wir hier? Steinpilze. Dann nehmen wir noch mal ein paar von mit. Vielleicht sind die ja für irgendwas gut. Überladen. Da ist ja mein treuer Packesel. Ja, und zwar wir können tatsächlich die Warhorse Kettenhaube, die macht 11, 13 und 8. 11, 13 und 8, 11, 14 und 9. Charisma 15. Ja, die hat natürlich mehr Charisma, die Warhorse-Sachen. Schwierig. Ja! Hallo Anselm. Gute Neuigkeiten, Herr Anselm. Ich weiß, wer ihn getötet hat. Wer war es? Wenn man alles beschuldigen kann, ist ja Wahnsinn, ey. Maladota war es. Einer der Briganten. Was macht dich so sicher? Ähm...
Ein Geständnis? Nee, ein Geständnis nicht. Die Würfel. Nun gut. Um den Rest kümmere ich mich. Ich stehe wahrlich in deiner Schuld. Hier, Heinrich. Für dich. Verzeih, dass ich nicht mehr dabei habe. Sollte es dich je nach Prag verschlagen, sorge ich dafür, dass es dir dort wohler geht. War mir ein Vergnügen, Herr Anselm. Leb wohl. Ein edler Hut, wirklich? Ich hab doch ein, wie heißt das Ding? Chaperon. Der macht 16 Charisma. Ein edler Hut macht was? Der macht tatsächlich 20 Charisma. Das ist ja geil. Jetzt sehe ich bestimmt noch besser aus. Muss ich ja direkt mal zum Schneider, ey. Ich muss mich ja mal neu einrichten dann hier. Mit grüner Klamotte. Muss ja stimmig sein. Stimmig. Wie es einem edlen Herren von Welt gebührt. Ja, breiten wir zum Schneider. Das mache ich jetzt. Sollte auch gucken, wo ich jetzt überhaupt anfangen muss. Hinter mir. Und dann nach Süden. Ja. Irgendeiner hängt da im Busch, glaube ich. Einen, der wandert. Muss bestimmt da hinten lang. Ich finde hier immer noch Bildstöcke. Wow, Gegenverkehr. Wow. Ja. Ja. So, nichtsdestotrotz. Oh, was war das? Muss ich ja mal eben. Ne? Hi. Ich bin an euren Diensten interessiert. Und was darf's sein? Es heißt, hier gäbe es nette Mädchen. Du wirst es nicht bereuen. Lebe wohl. Ich hoffe, der schneidet überhaupt nur auf jetzt. Und der Rüst spielt im Optimalfall auch, dann kann man nämlich da direkt ein paar Sachen verkaufen. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Ich hab
bekommen, wonach es mich gelüstet hat. Was mich dazu bringt. Ich möchte die Dienste des Hauses in Anspruch nehmen. Aha. Und was darf sein? Aha. Wie sieht das denn jetzt noch aus? Das hat man doch gar nicht. Lieber nicht. Sieht doch komisch aus. Ich nehme ihn. Danke dir. Das sieht so geil aus. Du wirst es nicht bereuen. Dann viel Glück. Ah, so. Schauen wir mal eben nach, ob das tapfere Schneiderlein noch geöffnet hat. Ja. Auf dem Markt scheint ja nicht mehr so viel los zu sein. Ah. Toll, das ist alles geklaut. So, dann müssen wir mal gucken, dass ich Brokat, edle Stiefel, das wird wohl nicht besser werden, edler Hut wahrscheinlich denn auch nicht. Code Hardy 11, das ist so ein Überwams. Handschuhe, wenn noch was. Beinlinge, das ist alles keine 20. Okay, das kriege ich ja hin. Gott sei mit dir. Was kann ich für dich tun? Alles Gute. 16, Händlerhut 12. Die trägt man unten drunter. Okay. Den habe ich an. Gelb-grüne Beinlinge. Mensch, was es hier alles gibt. Auch schick aus. Aber grün scheint nicht so beliebt zu sein. Nee, grün scheint überhaupt nicht beliebt zu sein. Das kannst du alles haben. Aber komm. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Also 550. Einverstanden? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. 525. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Weil du es bist. Willkommen, Heinrich. Gut, dann mache ich jetzt eine Schnellreise zur Mühle. Ich habe ja auch noch was für einen Müller. Wo ist denn die Mühle?
Ah, Moment, bevor ich das mache. Huch. Ziehen wir mal lieber eine Rüstung an. Das ist mir ein bisschen sicherer. So, Problem ist, ich muss immer noch Schlösser knacken lernen. So. Möge Gott mit dir sein, Heinrich. Erstmal ins Bett. So, beim nächsten Mal schauen wir uns dann an, was Hans Kapern zu sagen hat. Und eventuell ist das Turnier ja sogar am Start.